Hi Leute, ich begrüße euch zum Beckenstart bzw. zum Projektstart des Cubicus CF mit allen möglichen Drum und Dran. Zu dem Drum und Dran kommen wir jetzt gleich genauer. Das ist der Grund des heutigen Teils. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ja Leute, ein neues Projekt, beziehungsweise mein erstes Projekt. Ja, die anderen Projekte habt ihr ja gesehen. Das waren die ich jetzt so durchgezogen habe. Für mich, dieses Projekt soll für euch sein. Und zwar möchte ich euch hier zeigen, wie es laufen kann. Und zwar in meiner gewohnten Berichterstattung. Ich werde alles zeigen, ich werde alles dokumentieren, auf alles hinweisen. Und das Ganze nicht nur in Sprache, sondern auch in Bild und Ton. Das ist Sinn und Zweck unter anderem. So, ich gehe jetzt hier hin und beschreite für mich einen komplett neuen Weg. Einmal setze ich komplett LED ein. Hatte ich schon mal, hat nicht ganz so gut funktioniert damals. Vielleicht war ich auch einfach auf dem falschen Weg, keine Ahnung. Ich starte mit kompletter Keramik. Beziehungsweise Totengestein, ist noch nicht drin, ist noch in Arbeit. Und ich wechsle das Versorgungssystem. Ich mache jetzt nicht so wie da drüben das Balling Light, sondern hier gehe ich auf die Essentials Pro. Zusätzlich zu den Essentials Pro wird für das System definitiv noch eine Nährstoffversorgung gebraucht. Und das wird dann durch die Nutrion N und P von ATI abgedeckt. Ja. Das sind die groben Eckpfeiler. Also Wasser rein, sprich 20% absolut, nein, 20% mehr Wasser, natürliches Meerwasser von ATI, und den Rest füllen wir mit Absolut Ocean auf. Dann lassen wir das ein auf 2 Tage cyclen, dann messe ich die Werte und wenn ich mit den Werten zufrieden bin, fange ich an zu besetzen. Und zwar voll, von vornherein. Weil einmal ist das Wasser, was ich da drin habe, also sprich das natürliche Meerwasser und das Absolute Ocean, absolut dazu geeignet, sofort Korallen einzusetzen. Genau das ist der Grund, warum ich das so mache und ich will es auch rausfinden, funktioniert es wirklich. Und zum anderen will ich dann hier und da auch noch andere Wege gehen, die ich euch gleich hier unten noch erklären werde. Ja, kommen wir aber jetzt erstmal zur eingesetzten Technik. Warum, weshalb, wieso? Und generell das Setup, so wie ich es jetzt hier gewählt habe, ein Setup für, ja, wo ich denke, dass jeder Anfänger sich das genauso hinstellen kann und das im Endeffekt so durchziehen kann. Grundsätzlich ist es so, wir wissen alle, das Material in der Meerwassertechnik ist nicht das günstigste und ich habe zum Beispiel jetzt momentan jemanden an der Hand, der auch dem nächsten Becken starten möchte und gesagt hat, ja, ich möchte aber direkt schon mit dem 600er anfangen. Da kommen natürlich auch dementsprechend Probleme hin. So, derjenige hat zum Beispiel bisher noch überhaupt keine Ahnung in Sachen Meerwasser. So, wenn ich mir meinen Pott da drüben jetzt angucke, was ich da für ein Licht drüber habe, etc. pp. Das sind Tausende an Euros, die da erstmal nur in die Technik, das Becken und den Grobaufbau reinfließen. Das ist sehr, sehr viel Geld. Ich vertrete eigentlich die Meinung, ich sollte es mir erstmal anschauen, ob ich damit überhaupt was anfangen kann. Ob ich das Hobby überhaupt, ja, ich sage jetzt mal, gut finde. Ob ich damit klarkomme, ob ich die Zusammenhänge verstehe. Und das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal, hier ein Setup, was in meinen Augen dafür sehr gut geeignet ist. Wie gesagt, die Lampe ist einerseits ja, für dieses Becken vielleicht ein kleines bisschen too much, aber natürlich in der Hinsicht absolut geil. Also ich bin von dieser Lampe, ich habe sie jetzt tatsächlich noch nirgendwo über einem richtigen Becken gesehen, aber seitdem ich sie jetzt hier habe und sehe, was ich mit ihr anstellen kann, was ich mit ihr machen kann und was sie alles für Möglichkeiten hat, bin ich erstmal davon begeistert. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das Ding funktioniert.
werde auch in enger Zusammenarbeit mit ATI daran arbeiten, dass es funktioniert. Und wie gesagt, also bei der Lampe kann man sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt das passende Setup für ein Anfängerbecken ist. Richtig. Ja, der Rest, gehen wir mal weiter nach unten. Ich habe hier zwei Strömungspumpen vorinstalliert, eine 6040 Electronic und eine 6055 Electronic der Firma Tunze. Beide Pumpen sind aus meinem laufenden Betrieb hinten rausgenommen und ja, eigentlich auch gebrauchte Sachen, die man, sagen wir mal, sich gebraucht organisieren kann. Es müssen jetzt nicht diese Pumpen sein, es können genauso gut andere Pumpen sein. Das ist in meinen Augen wurscht. Ich hatte jetzt diese sowieso schon und daher ist das eigentlich relativ wurscht, weil das Setup, so wie ich es jetzt hier stehen habe und die Positionierung der Pumpe, ist jetzt erstmal marginal, weil ich es noch nicht genau weiß, was jetzt an Gestein reinkommt und wie es aufgebaut ist. Erst wenn ich das weiß, dann kann ich hingehen und kann meine Pumpen vernünftig positionieren. Zusätzlich kriege ich ja noch Strömung oben über die Rückförderung von meiner Rücklaufpumpe, die ich so ausgelegt habe, dass da auch richtig Saft rauskommt. Vielleicht brauche ich eine von diesen beiden Pumpen auch gar nicht. Das kann durchaus sein. Aber das werde ich erst feststellen, wenn das Becken A steht, das Gestein drin ist, Wasser drin ist und alles befüllt ist und läuft. Zusätzlich habe ich hier oben an der Ecke noch das Thermometer, das neue, das digitale von Aquamedic, damit ich im Vorbeilaufen immer mal sehen kann, passt das Ganze. Der Sensor dazu ist unten im Schacht angebracht. Wobei ich noch schauen muss, ob ich diesen Schacht hier an der Seite nicht in irgendeiner Form verkleide, weil das gefällt mir dann noch nicht so richtig, dass ich, wenn ich seitlich vorbeilaufe hier, dann in diesen Schacht reingucken kann. Mag ich noch nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen eine Etage tiefer und da wird die Sache dann auch interessanter. Ja Leute, da sind wir im Technikbereich und ihr seht, es ist verdammt voll. Hier ist einiges eingesetzt und verbaut und das alles auf kleinsten und geringsten Raum. Ich habe aber auch, ehrlich gesagt, um das alles so hinzukriegen, habe ich mindestens 3 Stunden Arbeit gebraucht. War ein ganz schöner Akt. Ja, gehen wir einfach mal den Kreislauf lang und gucken wir mal, was wir der Reihe nach haben. Das Wasser kommt auf der linken Seite runter, geht da hinten in eine Beruhigungskammer rein. Diese Beruhigungskammer ist ungefähr so und so und ungefähr so hoch. Pi mal Daumen. In der Beruhigungskammer sitzt der Sensor vom T-Controller, um die aktuelle Aquarientemperatur, Wassertemperatur vom Aquarium abzugreifen. Und dann geht das Wasser über einen Steg drüber, hier in den Bereich, da wo das Rohr runtergeht. Da sitzt dann auch direkt schon mein Titanheizstab, der dann das Wasser auch direkt schon aufheizt. Auch gesteuert über den Twin-Controller. Und ja, muss ja sowieso, weil Titanheizstäbe haben keinen eigenen Sensor dran. Dann haben wir daneben das Algenrefugium. Ja, ihr seht auch schon das entsprechende Licht dafür. Das ist hier das Licht der Firma Tunze. Das Ding lässt sich in verschiedenen Varianten aufbauen. Einmal quer zum Magnet. Ich habe es jetzt lang zum Magnet installiert, damit ich das Licht nach hinten drücken kann, damit es mich nach vorne nicht blendet. Zudem ist das Ganze wasserdicht und ja, ich selber habe eigentlich noch kein Refugium wirklich eingesetzt und auch keine Refugiumbeleuchtung. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Das ganze Licht da hinten hat, glaube ich, nur 9 Watt. Das ist also auch nicht die Welt. Und ja, warum ich ein Refugium, warum ich ein Refugium da einsetze, ist relativ einfach. Wir haben im Anfang, wenn wir starten, haben wir meistens Probleme mit Algen hier und da. Und genau diese Algen möchte ich versuchen zu vermeiden. Und zwar durch Einsatz eines Refugiums. So, jetzt werden der ein oder andere sagen, ja, die nehmen aber doch Nährstoff und alles aus. Ja, ich gehe ja sowieso hin und werde wahrscheinlich Nitrat und Phosphat, also N und P, von ATI zuführen müssen. Wenn ich dann ein bisschen mehr zuführe und mir das entsprechende Refugium dafür sorgt, dass oben keine Algen entstehen, habe ich mein Ziel erreicht. Aber ob das tatsächlich so funktioniert, das werden wir dann sehen im Laufe des Projektes. Weil das ist eine Sache, die ist mir durch den Kopf gegangen, warum nicht die Algen direkt mit den entsprechenden Gegenalgen bekämpfen. Werden wir sehen, falls da irgendjemand von euch schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat, kann er mir das auch gerne runter in die Kommentare schreiben.
Ja, dann habe ich ja gesagt, wir setzen da hinten, nee, habe ich nicht gesagt, da werden Drahtalgen reinkommen. Ich habe da hinten ein Gitter hingemacht, damit das nicht direkt rausgespült werden kann. Die Rückförderung ist auch so ausgelegt, dass wir eine höhere Rückförderung haben mit einem erhöhten Durchfluss. Die Drahtalgen werden im Prinzip von unten gegen das Gitter gepresst. Und davor habe ich dann, ich stelle das hier mal ein kleines bisschen auf Seite, vielleicht sieht man es, habe ich hier die Filtersockenhalter eingebaut. Und zwar habe ich sie nicht im Original gelassen, wie man sie von Aquamedic bekommt, weil die nämlich bei diesem Setup, so wie ich das hier verändert habe, nicht reinpassen. Normalerweise ist dann eine Halterung, die man seitlich ins Glas hängt und dann kann man dort dann dementsprechend den Schlauch von oben reinsetzen. Will ich aber nicht. Ich will ja einerseits, dass das Material von oben erstmal in das Refugium reingeht, dass die Algen da unter anderem versorgt werden. Und sollte von den Drahtalgen irgendwas abbrechen, sind die Socken davor installiert, um das aufzufangen. Damit das nicht hier in den Klarwasser bzw. In den Abschäumer bzw. in die Rückförderpumpe kommt und dann hier oben ins Becken rein. Das ist der grobe Plan dafür. So, dann haben wir hier vor den Aquamedic Power Floater. Der sollte auch bekannt sein, ist ja schon eine Zeit lang auf dem Markt. Den haben wir gewählt, weil wir dementsprechend eine höhere Abschäumungsleistung hier haben wollen. Normalerweise ist ja der Blue 500 bzw. auch der neue Blue 500, der regelbare, verbaut. Mir war diese Abschäumungsleistung von dem Gerät zu wenig. Heißt nicht, dass das Ding nicht funktioniert, aber für das, was ich hier jetzt reinsetzen möchte, möchte ich gerne diesen Abschäumer halt A testen und B einsetzen. So, dann seht ihr die wilde Verrohrung, die hier vorne schon hier vorläuft. Das ist eine kleine Rückförderpumpe, 600 Liter Durchfluss, die hier oben zu dem zu der UV hingeht, zu der Aquamedic Helix. Setze ich deshalb ein, weil ich bei vielen, die jetzt Totgestein bzw. auch vielleicht auch mit Eporif oder ähnlichen gestartet haben, Probleme hier und da hatten mit Bakterienblüte. Und das will ich dementsprechend, ja, die wird nicht von Anfang an sofort eingesetzt, aber ich sag mal, wenn ich merke, dass da dementsprechend ja, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Tag so einen Dreh, werde ich die wahrscheinlich anschmeißen, wenn ich sehe, dass die Korallen einigermaßen gut stehen, und dann kommt die dazu, um noch zusätzliche Arbeit zu leisten. Weil ich habe sie drüben, habe ich ja sowieso im Einsatz, wie in meinem Japonicus. Aber ich habe auch keine negative, ich sage es mal, nichts Negatives über diese Anlage im nebenbei rausfinden können. Also, um eine Bakterienblüte zu vermeiden, dafür ist diese UV gedacht. Ja, dann geht es hier über den Mittelsteg weiter in die Klarwasserkammer. Da steht jetzt momentan noch eine Jibao drin. Gegebenenfalls kommt noch eine andere Rückförderpumpe rein. Was das sein wird, werde ich euch dann im Laufe des Projekts dann noch berichten. Die Jibao, das ist eine, oh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube eine 5 oder 6000er. Die hat also richtig Saft. Die geht auch mit der vollen Länge und Durchmesser geht die hier bis nach oben durch. Das heißt also, das, was ich hier unten einstelle, ist eigentlich nur durch die Höhe, durch den Wasserdruck, durch die Wassersäule nach oben reduziert. Wir werden sehen, was sie bringt. Oder was dann die andere Pumpe bringt, die dann reinkommt. Und was ich eigentlich hier noch einsetzen möchte demnächst, kommt aber noch, wird erst eingesetzt, wenn das Becken eine längere Zeit steht und ich sehe, wie das dementsprechend reagiert, wird ein Medienfilter sein. Ob ich dafür hier noch Platz hier oder Platz da habe, das werden wir noch rausfinden. Es lässt sich noch ein bisschen, ich sage es mal, was verschieben, Schläuche kürzen und irgendwo anders hinstellen. Das ist auch noch der Plan. Ein Medienfilter kommt hier auch noch rein, aber dann ist auch tatsächlich zu. Dann ist auch wirklich alles ausgereizt hier. Hier in der Kammer, hinten durch, blitzt so ein bisschen, ich schiebe das mal hier auf Seite, so ein bisschen durch die beiden Pegel bzw. die Sensoren von der Refill-Anlage 2.0 von Aquamedic. Das Steuergerät dazu habe ich hier außen angebracht. Ihr hört mit Klettverschluss. Und weil an dem Steuergerät selber muss ich nichts machen, ging sich nur darum, ich habe nicht die entsprechenden Kabellängen, um das jetzt hier reinzupacken.
Dann hätte ich hier vorne irgendwo ein Kabel raushängen gehabt. Und das sieht in meinen Augen nicht vernünftig aus. Schlauch passt hier rein. Hier an der Seite steht der entsprechende Behälter. Da ist auch noch ein Sensor drin und die Förderpumpe, die übrigens zurückläuft und hier oben links in die Beruhigungskammer reinpumpt. Das heißt also, bis das Wasser da hier angekommen ist, dauert es ein bisschen. Aber ich möchte auch nicht direkt in die Klarwasserkammer pumpen. Ja, dann habe ich ja schon gesagt, der Controller da ist mit Klettband festgemacht. Also ich finde die Variante mit Klettband, ja, so, finde ich definitiv besser, weil dann kann man den Controller auch dann mal abmachen. Normalerweise hier bei den Tunzepumpen sind ja diese Halterungen dabei, die man auch anschrauben oder ankleben kann. Die habe ich jetzt noch da hinten verbaut und zwar wollte die eigentlich jetzt nicht abmachen. Deshalb bin ich hingegangen und habe mir hier ganz günstig hier, ich glaube bei Amazon war das, 12 Klettbänder geholt und habe die dementsprechend dann hier die Controller mit Klettband festgemacht und finde ich eigentlich eine super Sache. Kommt relativ schnell dran und kann sie auch abnehmen. Und damit das mit dem Abnehmen auch richtig funktioniert, bin ich dann hier hingegangen und habe mir Kabelbinder organisiert, die man wieder aufmachen kann. Also ich kann jetzt hier hingehen, das funktioniert natürlich in der Vorführung richtig gut, wie immer. Man sollte es mit zwei Händen machen. So, ich kann die aufdrücken, habe die dann in der Hand, kann an mein Kabel dran und kann dann anschließend hingehen und alles wieder zusammenpacken, so wie ich es haben möchte. Wenn ich dann mal hingehen muss, um Verbindungen oder sonst irgendwas, einen Controller austauschen, eine neue Pumpe einbringen oder was auch immer. So, dann drücken wir das Ganze nochmal hier in die Ecke. Ja, ihr seht, der Kabelverlauf ist dann auch gebündelt. Hier unten drunter habe ich wieder mit meinen Schraubhaken gearbeitet, wo ich die einfach nur eingehangen habe. Sieht übrigens dahinter relativ wüst aus. Ja, kommen wir dann noch hier als nächstes zur Dosierpumpe. Das ist eine ganz einfache Jibao. Auch Leihgabe aus dem Bekanntenkreis. Grüße an den Ben. Herzlichen Dank dafür. Und ja, ihr wisst, diese Pumpe hat ja oben drauf die Bedienung. So, jetzt habe ich hier nicht wirklich Platz dafür. Und ich bin im Prinzip hingegangen und habe hier einen Winkel angebracht. Und hier einen Winkel. Und auf der Rückseite ist einfach nur eine Sicherungsschraube. Und das Ganze ist so angebracht, dass das Ganze hier fest drin ist. Und ich kann hingehen und das Ganze vorziehen und kann hier oben an mein Display dran. Wenn ich alles erledigt habe, schiebe ich die Pumpe wieder zurück und sie ist platzsparend verschwunden. Ja, dann haben wir, muss ich mal kurz hier unten noch die einmal die Steckdose vom T-Controller. Hier haben wir das Netzteil von der Straton. Dann haben wir hier Dosierbehälter von Korallbox. Die habe ich übrigens auch gesponsert gekriegt. Nein, nicht gesponsert, geschenkt habe ich diese gekriegt. Und zwar auch von privat aus dem Hochsauerlandkreis. Grüße gehen raus. Ne, Tran, Dankeschön. Siehst, sie passen hervorragend hier rein. Das Einzige, was ich machen musste, hier oben die Schläuche, die ich verwendet habe, waren etwas zu groß. Die habe ich dann noch zusätzlich gesichert. Sind Essentials Pro drin, einmal 1 und 2. Der dritte bleibt erstmal frei. Und jetzt habe ich die hier rausgenommen, kann man dementsprechend besser auch hier reingucken. Da habe ich meine beiden Steckdosenleisten achtfach verbaut, die genau bis hier vorne hinpassen. Sind auch abnehmbar, wenn ich das möchte. Abschaltbar mit Überspannungsschutz, um noch eine zusätzliche Absicherung reinzubringen. Ja, und dann sind wir im Prinzip auch schon durch. Ja, Leute. Das war, ich sage jetzt mal in dieser Folge, der Überblick zur eingesetzten Technik und zum groben Plan, der natürlich hier und da vielleicht noch ein paar Änderungen erfährt, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber so ist eigentlich der Ablauf erstmal geplant. Ja, alles in allem warten wir jetzt noch aufs Gestein und sobald das Gestein da ist, kommt die nächste Folge raus und ich werde euch zeigen, wie ich das Ganze hier in Betrieb nehme, wie das Riff aufgebaut wird. Und ja,
dann geht es dann richtig ans Eingemachte. Wird im Endeffekt auch so sein, dass wenn das Becken besetzt wurde, dass wir dann hingehen und erstmal eine ICP-Analyse machen, um zu schauen, was im Endeffekt, wie die Werte sind. Und dann nach einer gewissen Zeit wird nochmal eine Analyse gemacht, um zu schauen, ob auch soweit alles technikmäßig in Ordnung ist, ob wir nicht irgendwo einen Eintrag haben. Kann ja sein. Generell möchte ich dann auch schauen, wie es dann mit den Elementen etc. und mit der Versorgung der Korallen ausschaut. Und das können wir alles aus diesen Analysen herausnehmen. Da werde ich dann dementsprechend auch genau mit euch drauf eingehen. Ja, ich würde mal sagen, wir sind durch für heute. Ich habe jetzt auch, denke ich mal, wieder viel zu lange erzählt und das ist wahrscheinlich wieder über mein Maß hinausgegangen. Wenn euch das hier gefällt oder generell gefällt, was ich an Videos rausbringe, dann lasst mir doch zum ersten Mal schon mal die Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch einfach. Klickt auf Abonnieren, macht die Glocke an, dann hört ihr auch, wenn ich wieder einen raushaue, was momentan relativ unregelmäßig ist. Diese Folge kommt ja jetzt auch zu einem Zeitpunkt, ja, etwas später halt. Aber so ist das eben. Ich werde versuchen, in nächster Zeit das wieder auf den Freitag zu legen, so wie eigentlich wie immer, aber das schaffe ich halt nicht immer. Egal. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer. Ihr hört von mir, bleibt mir treu. Ich zähle auf euch, euer Weimar. Ciao.